Hallo und herzlich willkommen hier bei uns auf dem YouTube-Kanal und auch hallo und herzlich willkommen hier beim Grünen Interview. Ja, ihr kennt das, grünes Interview, da suchen wir uns immer Mitarbeiter und die interviewen wir dann. Und hier haben wir auch den Mitarbeiter Nummer 1. Matthias, grüß dich. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, gerne. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Matthias Aumann, derzeit 32 Jahre jung, wo wir das Video hier aufnehmen. Ja, im Jahr 2012 habe ich dieses Unternehmen gegründet, deswegen auch ja, Mitarbeiter Nummer 1, Flankenläufer der ersten Sekunde. Damals war ich 23 Jahre alt, gelernter Gärtner. Vielleicht noch mal zur Historie. Meine Eltern hatten auch ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen, das musste leider schließen. Ja, und so bin ich dazu gekommen, zu sagen, dann gründen wir ein neues Unternehmen. Und das war im Jahr 2012. Und ansonsten würde ich mich als glücklichen Familienvater, guten Freund bezeichnen. Ja, wir kriegen ja auch oft oder die Nachricht bei uns auf Instagram beispielsweise. Warum heißt das ein ganzes AG, Aumann Grün AG? Ja, ist eine gute Frage. Ich bekomme die auch sehr, sehr oft gestellt. Habe die auch ganz oft schon ja, beantwortet. Viele meinen immer AG, heißt das Arbeitsgemeinschaft. Ja. Nee, AG steht für Aktiengesellschaft. Warum ist es eine AG und warum direkt bei der Gründung? Das macht ja gar keinen Sinn. Absolut richtig. Deswegen habe ich damals auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben, nach Beendigung des Studiums, Gründung eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens mit einer Aktiengesellschaft, Untertitel kritische Würdigung. Ja? Also, wie bin ich dazu gekommen? Ganz einfach gesagt, meine Eltern hatten ein Unternehmen, auch im Bereich Garten- und Landschaftsbau. Das musste leider schließen. Ich habe mit 23 Jahren gesagt, wir gründen ein neues Unternehmen. Und es gab damals die Energiewert AG. Das ist die heutige Aumann Grün AG. Bedeutet, da haben sich 6 Gesellschafter zusammengetan. Die wollten ein riesengroßes erneuerbaren Energienprojekt machen in der Lausitz. Das ist aber leider gescheitert aufgrund einer Gesetzesänderung im EEG, Erneuerbaren Energiengesetz. Somit war die Gesellschaft eigentlich komplett wirtschaftlich untätig. Das meiste Geld war aufgebraucht. Und so habe ich dann einfach diesen stillen Firmenmantel, so spricht man betriebswirtschaftlich, ja, diesen stillen Firmenmantel, einfach eine Hülle einer Gesellschaft, die nichts mehr wert war, die ja eigentlich faktisch, könnte man theoretisch sagen, sogar insolvenzanmeldungspflichtig war, weil da war einfach nichts mehr drin. Man müsste diese eigentlich komplett liquidieren, diese Gesellschaft. Ja, und da habe ich gesagt, nein, stopp. Ich habe mir einfach alle Aktienanteile für ein, man kann wirklich sagen, Apfel und Ei ja, angeeignet, übernommen. So hatte ich 100% Aktienanteile der Energiewert AG. Die war ja auch nichts wert. Ja? Also da war jetzt auch nichts irgendwo, dass das ein cleverer Schachzug war. Bin ich ganz ehrlich, das ist so aus der Not heraus entstanden. Und ja, man kann sagen, so war ich mit 23 alleiniger Vorstand, alleiniger Aktionär der Energiewert AG. Ich habe die Satzung geändert, den Namen geändert und so bin ich dann zu Aumann Grün AG gekommen und war mit 23 Vorstand, der einzige Mitarbeiter in meiner AG. Und ja, ich glaube, damals ging es eher so darum, einfach Gas zu geben. So mein Mantra, mein Motto war so, lieber müde als pleite. Ja, und wie gesagt, jetzt ist es auch gut geschafft hier. Ist aufgegangen. Ist aufgegangen, würde ich sagen. Und was würdest du sagen, so was, das ist dein tollstes Erlebnis oder dein schönstes Erlebnis, das du hier mit der Aumann Grün AG erlebt hast? Das ist, ja, also das könnte ich glaube ich nicht nennen, weil da waren so viele. Ja. Also die Firma gibt es jetzt ja in diesem Jahr im 9. Jahr. Das ist so von null auf entstanden. Heute haben wir über 80 festangestellte Mitarbeiter. Wir haben viel Chaos gehabt. Viel schöne Dinge natürlich auch erlebt. Ich glaube, die schönsten Dinge, das sind immer, wenn irgendwo was aufgegangen ist. Glückliche Kunden, gute Projekte. So, wenn das ganze Team ehrlich zusammenfeiern kann. So, wenn Umarmungen ehrlich sind, wenn das Lachen ehrlich ist. Wenn man einfach auf etwas, was richtig geglückt ist, was auch manchmal am Anfang ein bisschen ja, schwierig aussah, wenn man darauf anstoßen kann, sich einfach in die Arme in den Händen legt, ja, wenn man sich umarmt und sagt, bah, hat geklappt, geil. Na, also ich glaube, das sind die guten Projekte, die man im Team zusammen gemeistert hat. Das hat ja auch ganz viel mit den Werten zu tun und wir haben ja auch gemeinsame Werte. Mhm. Magst du darüber was erzählen? Hast du die alleine entschieden bei uns oder hast du das in einer Mannschaft gemacht oder wie ist das entstanden?
Also die ersten Werte hier bei Aumann Grün, die habe ich aufgeschrieben, für mich alleine damals, bin ich ehrlich, so mit 24, 25, ohne zu wissen, dass da Werte sind. Ne? Ich habe so irgendwo gesagt, Mensch, ich brauche irgendeine Art Regelwerk oder ich brauche irgendwas, was mir Halt gibt. Ja, ein Christ, der hat das Alte, das Neue Testament. Einige brauchen Gesetze, einige brauchen Regeln. Und so brauchte ich auch irgendetwas, was mir Halt gibt damals. Weil man muss vorstellen, 23, 24 Jahre alt, ein absoluter Rookie, ein Greenhorn. Ja, also man kann sich wirklich das so vorstellen, dass das nicht alles einfach so Gott gegeben war oder dass er einfach so einer in den Schoß gefallen ist, wie es heute ist. War ein harter Weg bis hierhin. Und deswegen habe ich einfach so ein bisschen Halt gesucht, habe mir Bücher angeschaut zu genau diesen Themen Unternehmertum, zu Kultur entwickeln oder wie schafft man überhaupt eine innere Ordnung, eine Klarheit in einem Unternehmen. Und so habe ich die erstmal nur für mich so aufgeschrieben, so was ist mir wichtig. Ja, ja, Loyalität muss sein, ich finde das entscheidend. Ja, wenn einer loyal ist, habe ich gesagt, Mitarbeiter, dann kann man auch langfristig mit ihnen große Ziele erreichen. Weil wenn einer nicht loyal ist, haut er der wieder schnell ab. Ja, und so sind die nach und nach ein bisschen entstanden. Da habe ich auch mit den ersten Mitarbeitern, das ist ja der Michael Peters, hast ja auch ein Interview mitgeführt, mittlerweile auch ein Vorstandsmitglied, mich immer zusammengesetzt und so haben wir die ausgefeilt und mittlerweile machen wir auch MMB-Meetings, so mach mich besser Sitzungen mit dem gesamten Team und irgendwo spielen die und tauchen die immer wieder auf. Cool. Und eine Frage habe ich auch noch, das betrifft auch noch Mitarbeiter. Wir sind ja dauerhaft das ganze Jahr am Suchen nach neuen Mitarbeitern und was würdest du denen sagen, so gerade im Garten- und Landschaftsbau, was müssen die mitbringen, deiner Meinung nach? Also im Garten- und Landschaftsbau, also wir achten darauf, dass die Werte, die Vision auch so ein bisschen getragen wird, dass man das wirklich versteht, die Idee hinter der Arbeit. Weil sonst kann man ja sagen, okay, ich komme nur zur Aumann Grün, gehe wegen Rasenmähen, Unkraut jäten, Hecken schneiden, Pflastersteine legen oder irgendwas im Garten machen. Aber ganz ehrlich, dann könnte man ja zu jedem anderen Garten auch gehen. Die Idee dahinter, warum wir das machen, mit welchem Spirit wir das machen, dass uns Team wichtig ist, sodass die Arbeit einfach wirklich Spaß machen muss, das ist mir entscheidend wichtig. Weil wenn wir wirklich die Nächte abziehen, wo wir mit Schatzi im Bett liegen und die Augen zu haben, weil wir am Schlafen sind, dann sind wir ja mehr im Bulli und auf der Baustelle mit unseren Kollegen. Ja? Und dann muss das Spaß machen. Ja, und ich glaube, das muss einer mitbringen, diese Idee dahinter verstehen, dass man wirklich hier mit Herz ist, mit Leidenschaft ist, eine hobbyhafte Haltung ist, zur Arbeit und ich würde sagen, das ist so, ja, man kann vielleicht sagen, das sind diese warmen, diese weichen Faktoren, also dann gibt es auch noch harte Faktoren, das ist dann ein Führerschein, ja, am besten BE plus BE, ja, also mit Anhänger auch noch und wenn es geht, eine abgeschlossene Berufsausbildung, wobei wir da gar nicht so hammermäßig drauf achten, weil wenn einer will, dann kann er das auch, weil ich bin mir ziemlich sicher, können kommt von wollen. Ja, Matthias, was erwartest du denn in den kommenden Jahren von unserem Garten- und Landschaftsbauunternehmen hier? Also wenn ich mal die Vergangenheit Revue passieren lasse, das bedeutet so vom Start im Jahr 2012, damals selber mit einem weinroten Caddy Maxi, Heckenschere, Holzanhänger, ganzes Tag Hecken geschnitten, wo wir heute sind, 80 festangestellte Mitarbeiter. Meiner Meinung nach ein gutes Image, ein gutes Auftreten, auch eine wahnsinnige Bekanntheit. Regional kommt ja keiner an uns vorbei. Gar keiner, sage ich auch mit recht, ja, mit Stolz auch in der Brust, bin ich ehrlich. Wo wir heute sind, von 2012 bis 2021, hat man einfach gezeigt, was möglich ist und hat man einfach auch gezeigt, dass der größte Fehler ist, den die meisten machen, dass sie vielleicht nicht groß genug träumen, nicht groß genug denken und nicht schnell genug in die Handlung kommen, nicht mehr Gas geben. Das bedeutet eigentlich, wir leben immer nur unter unseren Möglichkeiten. Das bedeutet, wir leben unter unseren Talenten. Und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn für mich irgendein Mensch seine Talente vergeudet. Und deswegen würde ich sagen, wenn wir das schon geschafft haben, 80 Mitarbeiter, Millionen Umsätze, ein gutes Arbeitsklima, fast familiär. Ja, weil für mich ist diese Firma ja nicht nur eine Firma und für unsere Mitarbeiter ist das auch nicht nur ein Job und für unsere Kunden ist das auch nicht nur irgendwo ein Gärtner, sondern ist ja auch wir sehen immer dazu, dass wir langfristig Beziehungen mit unseren Kunden aufbauen. Dann weiß ich, dass wir die nächsten 8 Jahre, wenn wir wieder weiterdenken, ja auf jeden Fall noch stetig weiter wachsen. Ich würde vielleicht jetzt nicht sagen wie die ersten Jahre, weil die ersten Jahre war schon ziemlich stürmisch. Ja, da wollte ich immer first move, first step, schneller, größer, sondern dass wir strategisch gewinnbringend in die Zukunft arbeiten, mehr Mitarbeiter auf jeden Fall noch einstellen,
wird bestimmt, könnt ihr mir vorstellen, die nächsten 8 Jahre eine komplette Unternehmensverdopplung geben. Ne? Könnte ich mir gut vorstellen. Sag ich mal, guten Bauchgefühl. Und jetzt muss ich mit mir selber gerade ins Gericht gehen, wo ich das sage. Ich sage das mit einem guten Bauchgefühl. Ja, ist eigentlich Ziel viel zu klein, weil mir das gerade gar keine Angst macht. Also bin ich ehrlich. Also eine Unternehmensverdopplung in 8 Jahren würde mich gerade gar nicht triggern. Ja, weil das ist, weil ich habe gerade selber gesagt, die meisten träumen zu klein und handeln zu wenig. Also auf jeden Fall wollen wir zum Vorbild in unserer Branche werden, das mit Fug und Recht, mehr Fokus auf die Ausbildung legen, viel mehr, weil ich weiß, das ist so der brennende Punkt, der dem Handwerk so auferlegt, junge Menschen fürs Handwerk zu gewinnen, auch für harte Jobs wie draußen zu gewinnen und dass wir da einfach wirklich einen Arbeitsplatz schaffen, wo die Leute sagen, ich arbeite da und die sind richtig stolz. Das ist ein Ziel. Auf jeden Fall, ja. Gerne einfach auch hier mal runterschreiben. Wenn ihr Interesse habt, einfach unter dieses YouTube-Video oder gerne bei uns auf Instagram-Seite, Facebook oder ihr ruft uns einfach an. Da können wir mal miteinander sprechen. Matthias, ich danke dir für dieses kurze, schöne Gespräch. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video und macht's gut. Adios. Ciao. Hi, mein Name ist Kevin Rotauge. Ich bin Gründer und Inhaber von Rotauge, der Metall- und Schneidprofi. Wir sind spezialisiert auf die digitalisierte und automatisierte Blechverarbeitung. Vor dem Coaching war es bei uns relativ ganz klar, wir waren, wie ich sage, auch zu Matthias, ein eindeutiger Sauladen. Wir waren 3 bzw. mit der Aushilfe 4 Mitarbeiter. Wir hatten keine Systeme, wir hatten keine Prozesse. Das Einzige, was wir hatten einfach volle Auftragsbücher. Oder im Umkehrschluss, wir hatten einfach viele Mitarbeiter und keine volle Auftragsbücher. Bedeutet, wir haben einfach alles reingepackt, was da irgendwie reinkommt. Ja, der Kunde kam und wir haben gesagt, ja, können wir. So, mittlerweile ist es so, dass wir 3 Jahre bei Mission Mittelstand Matthias Aumann dabei sind als Partnerbetrieb und konnten natürlich so sehr stark hochkristallisieren und auch wachsen. Wir haben unser neues Logo entwickelt, wir haben unsere neue Mission entwickelt und heute sind wir 14 festangestellte Mitarbeiter. Wir werden dieses Jahr noch 20 festangestellte Mitarbeiter werden und haben das Ziel, in den nächsten 5 Jahren 20 Standorte in ganz Deutschland aufzubauen. Das Ganze hätten wir nicht erreicht, wenn wir nicht mit Mission Mittelstand und Matthias Aumann gemeinsam zusammen Systeme und Prozesse erarbeitet hätten und vor allen Dingen, wir nennen uns so, dass wir sagen, wir sind ein Franchise-Prototyp. Das bedeutet, wir versuchen alles zu systematisieren, daraus einen Prozess zu schreiben und die Mitarbeiter so zu delegieren, dass jeder Mitarbeiter mit seiner vollkommenen Manpower 100% das machen kann, wofür er am besten einfach geeignet ist. Und dementsprechend erreichen wir gemeinsam auch mit den Zielrichtungen, mit den Methoden von Mission Mittelstand einfach ein enormes Wachstum und wachsen schneller und weiter und größer wie andere in unserer Branche und vor allen Dingen halt auch einfach gesünder. Das bedeutet, dass wir nicht einfach nur größer werden mit Auftragsbüchern, sondern dass wir einfach auch qualifizierte Mitarbeiter mitnehmen. Früher war es so, wir haben über die normalen Medien immer wieder, also Zeitungsartikel oder Arbeitsamt, die Thematiken Mitarbeiter angeboten bekommen. Und haben da ja eingestellt und wieder ausgestellt. Also wir haben An- und Abmeldungen gehabt und das einfach über das ganze Jahr hin. Heute ist es so, wir bekommen mindestens 5 bis 6 Bewerbungen pro Tag, pro Stelle. Und die einfach auch wirklich qualifiziert, damit wir einfach aussuchen können und sagen können, wir können zielgerichtete Mitarbeiter einstellen, um unsere Kunden auch einfach zufriedenzustellen. Denn das ist das, was es uns ausmacht, ein gesunder Wachstum mit Mitarbeitern und Auftragsbüchern.